Hallo und willkommen zurück zu BF Gaming und in der weiteren Folge der ersten BFL. Im heutigen Match haben wir auf meiner Seite den Vulkan, auf der gegenüberliegenden Seite die Tüte. Moin. Und hallo. Der andere Unparteiische ist der Hertrix und natürlich ich. Richtig. Richtig. In der Tat. In der ersten Runde treten Obi-Wan gegen Kylo Ren. Genau. Das Match beginnt. Genau. Tabellen. Gehen wir lieber rein? Gehen wir rein, falls wir runter schubsen? Ohne Gewehr, ne? Also falls jemand irgendwie runterfliegt. Wartet mal bitte kurz. Ich muss meine Batterien wechseln, mein Controller geht die ganze Zeit aus. Gut. Ich bin sofort wieder da. Ja, beeil dich nicht, dass du gekickt wirst. Richtig. So, ich bin der Höchste aus der Lobby, ne? Von den Leveln her betrachtet. Ja, 116, ja, ja. 155, 131, ich natürlich 228. Ja, ja. Ja, ja, dann wird spannend. Spannend, natürlich. Ja, dass man sowas nicht vor der Aufnahme machen kann, ne? Hat auch ja genug Zeit gehabt. Allein mit Hardrider. Hardrider. Ja. Yeah. Hardrider 40.000. Sonst schon um. Ich setze einen 5er drauf, der fliegt noch raus jetzt. Na, ich einen 7er. Junge. Vielleicht, wenn ich ihn so berühre? Vielleicht passiert nichts. Ich glaube, das bringt nichts. Schlag ihn mal. Junge! Ich habe eine Nachricht von Farox bekommen, dass er da ist. Also, das kann man dann heute auch noch machen. Ich gegen ihn, ne? Ich muss noch gegen ihn. Können, nee, du hast schon gegen ihn, aber Rückrunde. Trotzdem. Trotzdem. So, Batterien sind gewechselt. Ja, dann. Oder mal Zeit. Ja. Das schneidest du hoffentlich raus, Zollanta. Nee, ist faul. Gott. Ach, scheiße. Ich hab meine Einstellung kacke, ey. Warte mal kurz. Ganz kurz. Jo. Also ich Fair Play in dieser Runde ist krass, muss man sagen. Okay, jetzt kann. Super. Ist auch ein sehr ungewöhnliches Duell, ne? In der ersten Runde. Ich bin gewohnt, dass Vader und Anakin kommen. Ja. Ja. Das stimmt. Obi-Wan. Natürlich sehr unerwartet jetzt in der ersten Runde. Genau. Den. Ja. Kylo Ren auch nicht, sieht man auch nicht. Ja, das stimmt. Wird aber wohl ein recht ausgeglichenes Match werden. Ja, denke ich auch. Richtig. Letzte Minute. Ebenso richtig. Da geht's aber so langsam mal zur Sache. Ja. Ui. Jetzt beide offensiv. Ja. Oh. Das war Glück gehabt. Glück gehabt. Aber Tüte ist halt etwas voreilig gewesen. Guter Schaden. Oh. Tütes. Aber Obi-Wan regeneriert natürlich auch sehr viel wieder weg.
Ja. Zwar nicht alles, aber viel. Mit dem kann man eigentlich fast nicht weniger als die Hälfte Leben haben. Ja. Ich glaube 450 regeneriert er. Ich weiß es gar nicht auswendig. Und das wäre schon über die Hälfte. Ja. Alles klar. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier ein Unentschieden. Und es sind 450, ja, stimmt. Ich hab's gerade nachgerechnet. Jetzt muss ich ändern. Jetzt muss ich es ändern. Nein, nein, noch nicht. Noch nicht. Nein, nein, nein. Noch erst nicht. Beim zweiten, okay, Mal. Dann erst beim zweiten Mal. Also du darfst wechseln, du musst nicht wechseln. Selbe gilt für Tüte. Okay. Jo. Huh. Spannend. Richtig. Richtig. Diesmal das Match in voller Länge. Genau, und diesmal wieder Obi-Wan auf jeden Fall. Auch Kylo Ren hier wieder. Genau. Ja, vielleicht mal hier. Oh, ich bin auf so einer Plattform gelandet. Vielleicht auch wir wählen das gleiche Umfeld. Volkan. Ich komme, warte. Oder kommst du? Ja, komm mal. Ja, ich komme mal hin. Die Kuppel ist eher angenehmer. Ja. Spiel okay. Beginnt natürlich. Ich sag das nur, um mich mächtig zu fühlen, auch für dich, Solanta. Aufs Scoreboard gucken und so. Ansonsten eine sehr ausgeglichene Partie bis hierhin. Oh. Dem stimme ich zu. Natürlich beide mit dem Hintergrundgedanken, sage ich mal, dass nach der Runde gewechselt werden muss, sollte es ein Unentschieden geben. Genau. Das heißt, vielleicht doch nochmal ein bisschen die Möglichkeit nutzen. Naja, also ich denke mal, da wird niemand was dagegen haben, gleich Vader zu spielen. Oder Anakin. Oh, aber es hätte auch niemand was gegen den Sieg natürlich. Das ist auch eine mögliche Option. Lebensvorteil seitens Obi-Wan, schätze ich. Ja, nicht ganz. Bisschen. Doch. Jetzt nicht mehr. Ja. Er generiert ja auch ziemlich viel einfach. Ey, obwohl man blockt, ey. Ich kapier das nicht. Wie viel leckt bei mir etwas? Bei mir nicht. Ich leck auch nicht bei mir. Dann habe ich wohl was mit dem Auge. Ey, ich blocke. Was isst du, ey? Ja, der letzte Schlag geht immer durch von der Reis. Reiserei. Neuerdings, ja. Guck mal. Und? Ja. Ja, man merkt, jetzt ist der Wille da. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nein. Also, schöne erste Runde und wir gehen dann in die Blaster-Runde. Genau. Soll ich Dings nehmen, wo ich gerade habe? Entschuldigung, ja, nimm wieder wie vorhin. Gut, ansonsten jetzt die Blaster-Runde. Da sehen wir dann Han Solo gegen Lando, würde ich schätzen. Ach, gegen Lando. Han Solo gegen Lando, genau. Gegen Bosk, mein Fehler. Han Solo gegen Lando. Da war ich wohl ganz anders. Genau, also Han Solo gegen Bosk und das Spiel beginnt.
Spielstand 1:0 für Volkan. Richtig. So, Lanta. Bitte. Schwester. Man merkt sehr ein Fernduell. Oh. Oh, gemein! Ui. Starker sehr Schaden gemein, seitens ja. Frozen Tüte. Ja. Richtig. Zergast er dann noch die ganze Bude. Wie damals. Hätte es gefallen, wenn er jetzt voll runtergeflogen wäre wegen der Ladung. Die Raider neulich auf Kessel. Ja. 180 von der Map. Oder ich im Duell gegen Chaos FIFA. Ja, Han Solo ihr Eiden. Ja. Ach komm. Der ist so komisch geflogen. Oh, da war dieser scheiß Dinosaurier. Wenn du mal gelandet bist, Solanta. Ja, stimmt. Das war geil. Du sagst, oh Gott, ich fall runter. Auf einmal landest du auf. Oh nein, ach Mann, also, da wollte ich schon wieder zu. Damit hat wohl keiner gerechnet. Damit hat wirklich keiner gerechnet. Jetzt also das heißt, wir kommen zur Druidenrunde. BB8 gegen BB9E. Ich hasse die Druidenrunde. Ich auch, ey. Oh Mann, ey. Ich bin das Schlimmste. Begeisterung. Idee, Solanta. Wer kam auch auf die Idee, Druiden hier spielen zu lassen? Ja. Mein Gott. Ey. Wer war das denn so? Nur weil er einmal auf Race gezockt hat und eine erfolgreiche Runde hatte, dachte er sich wahrscheinlich, das machen wir in die BFL rein. Nee, die Idee war damals, als die Druiden noch nicht draußen waren, die könnten ja gut werden und dann spielen wir die halt mit. Aber ich sag's in jedem Video, die Druidenrunde wird abgeschafft mit dem Start der Rückrunde. Was heißt das eigentlich? Wann geht das denn? Was soll das überhaupt heißen? Sobald jeder Spieler, was ist das, 9 Matches hat. Aha. Ansonsten beginnt das Spiel. Das heißt, die WFL wird beendet, sobald alle 18 Spiele haben. Genau. Einer hat das ja schon. Uah. Ja. Oh. Ich kenne dieses Gefühl, glaub mir. Ich muss gegen die Klasse spielen. Ich hab so. Ey, das war nicht normal. Natürlich Level 1er EB9E gegen Level 25er BB8. Stimmt. Nein! Oh. Wow. Ja. Aua. Och Mann, kann er nicht da runterfliegen, ey. Das war wieder mal so knapp. Aber gut. Genau. Also GG an euch beide erstmal für die erste Hälfte. Und wir sehen uns dann gleich nach einem kleinen kurzen Cut wieder. Halbzeitstand gerade 3:0 Aussicht von Volkan. Bis gleich. Richtig. Somit ist eine Niederlage ausgeschlossen. Das stimmt. Für Volkan. Ja, das erste Mal jetzt cool. Nee, das zweite Mal. Aber für Tüte natürlich die Zeit, um auszugleichen. So, jetzt. Man sieht sich also hier nach einem kleinen kurzen Cut wieder zur zweiten Hälfte. Das hat direkt gepasst, Alter. Das haben wir in der BFL so unfassbar selten. Wir spielen jetzt Anakin gegen Darth Vader. Genau, Anakin gegen Vader.
Oder fast mal gegen Finn. Und. Wir wollen schnelles Duell werden. Yeah. Unser Duell. Du hast den Auserwählten, du wirst gewinnen. Also in dem Sinne, möge das Spiel beginnen. Das habe ich ja noch nicht gesagt. Auf ein unfaires Match. Wollte einmal dem Satz am Anfang trotzen. Nee, ich wollte es gerade sagen, ja. Oh. Nicht schlecht gemacht, seitens Wolken. Richtig. Boah. Lebensvorteil seitens Vader. Ja. Information noch an die Zuschauer. Spielen gerade Tabellen 7. gegen den Tabellen 8. 7. hierbei ist Tüte. 8. ist der Vulkan. Ja. Aber das wird sich definitiv ändern, denn eine Niederlage ist nun ausgeschlossen, also war eben Niederlage ausgeschlossen. War schon davor. Ja. Aber ein Sieg ist sicher. Sicher, genau. Genau. Wir haben jetzt dann die Blaster-Runde. Und da spielen natürlich Boba Fett gegen Boba Fett. Ich kann es verstehen, ich würde ihn hier auch nehmen. Hast du die Celebration Edition Tüte? Nee, der hat nur den Skin, das war, da war ich damals dabei. Genau, also Lando gegen Boba. Wo bin ich denn gestorben? Spiel beginnt! Richtig. Es ist das 5. Spiel von Vulkan und das 4. von Tüte. Denn die Spiele was? Gegen den Vartex sind eingetragen. Ach so. Und zwar hat Vartex in jedem Duell 6-0 verloren. Genau, Vartex hat sich ja entschlossen, aufgrund dessen, dass Yatrex wieder da ist, zu rebellieren. Und sowas lassen wir uns natürlich nicht gefallen. Wir lassen es ja nicht an der Nase rumführen. Aber mal ganz ehrlich, es wäre eh nicht anders ausgegangen. Genau, und deswegen das wissen wir hier. Ist Vartex mit 18 Spielen, 0 Siegen und einer Differenz von minus 108 Tabellenletzter. Für immer. Genau. Und das ist Stand jetzt BFL-Rekord und geht in die Geschichte der BFL ein. Als schlechtester Spieler, der jemals einer in einer BFL teilgenommen hat. Teilnehmen werden wird. Genau. Aber es wäre halt auch, wenn man die Matches richtig aufgenommen hätte, nicht anders ausgegangen. Genau. Das wissen wir ja alle. Genau. Ansonsten eben, wie gesagt, 7. gegen 8. Es kam neues Texture Pack in Minecraft. Das ist Mr. Minecraft Netherworld Texture Pack 28, ne? Ja. Also, hast du das gekauft? Was? Natürlich. War schon teuer für 2 Euro. Fast so teuer wie Xbox Live Gold, wenn man sich's nicht leisten kann. Ne?
Ansonsten hier auch, wie eben auf Kamino, stand jetzt ein Fernduell. Ja. Lebensvorteil natürlich seitens Lando. Sehr wohl. Perfekt. Ansonsten natürlich, wenn man aufs Scoreboard guckt, ist natürlich klar, dass ich hier, ne, Grüße gehen raus an den Yatrex, mehr wollte ich eigentlich gar nicht damit sagen. Okay. Grüße zurück. Alter, ist das hier hell. Ja. Mein Gott. Ja. Den Spot kenne ich. Den Spot kenne ich. Bitte nichts gegen dich, aber du wirkst irgendwie etwas verwirrt, wenn ich dir hier sogar zugucke. Ja, diese. Oh, Alter, diese Helligkeit verwirrt mich des Todes. Ich meine, als der gerade seine Salve geschossen hat, du guckst einfach in eine komplett andere Richtung. Okay, ich glaube, ich bin das, der die ganze Zeit leckt. Gut gedacht, aber. Schlecht umgesetzt. Ja. Aber immer noch der Lebensvorteil bei Tüte. Oh. Das war unerwartet. Ja. Ja. Ah, jawohl. Das ist der Anschlusstreffer. Somit 4-1. Genau. Noch für Volker. Jetzt viel Spaß mit der Druidenrunde. Oh. Jawohl, Alter, aber jetzt ein Level höher als mein Baby 9e. Wen soll ich nehmen? Du kannst Chewbacca. Nee, Han Solo kannst du nehmen. Han Solo kann ich nicht mehr sehen. Alter. Okay. Ja, also kein Geheimnis. BB9E gegen BB8. Level 2 gegen Level 10. Was denn BB, was denn jetzt IG88 spontan reinkommen würde und nur IG88? Ja, der würde zählen. Spielt dann halt IG 88 gegen BB 8, ist ja nicht mein Problem. Doch, eigentlich schon. Nee. Das wäre halt schon brutal, ne? Bist du? Sollte man natürlich wissen. Und zwar im Tod. Nein! Es hat gereicht. Och Mann. Hustisch. Also, Spielstand erhöht auf 5-1 und freie Wahl. Wieder Han Solo? Ja. Und somit spielen Darth Vader gegen Luke. Es spielen Earl gegen Luke. Scheiße. Gegen Luke. Wenn man natürlich aufs Scoreboard guckt, ist natürlich klar, wer hier der Höchste ist vom Level. Junge. Max wieder, ey. Oh. Ja, man muss ja auch noch damit angeben. Ja, ja, natürlich, warum sollte man die sonst auf 1000 leveln? Ist so. Geht los. Geht los, genau. Richtig. Also Earl gegen Luke, Spielstand 5-1. Was man sagen muss. Ich verstehe die Allgemeinheit. Warum nimmt man Luke in der BFL?
Das frage ich mich bei. Das frage ich mich auch, als Elle gegen mich gespielt hat. Das habe ich mir auch schon gefragt. Warum hat er Luke genommen? Ich war verwirrt, das meine ich ernst. Es hat noch nie jemand mit Luke gewonnen in der BFL und das meine ich halt leider ernst. Tut mir leid für dich, Tüte, aber... Also, ich hatte Zucker tatsächlich mal gefragt und... Boah. Okay. Boah. Alter. Okay, also was ich mir erzählen wollte, ist dann eine Geschichte für ein anderes Video, denn ihr habt es gesehen, nein, das ging schnell. Es steht dann 6-1, Match ging jetzt knapp 27 Minuten, roh. Ja, was heißt roh? Ja, ihr wisst ja, uncut. Alter. Ja, gut durch, Medium. Ansonsten, genau, war ein sehr faires Match, letztlich doch eindeutig. Ja. Und genau, der Lars kriegt dann die Abmoderation. Ja, auf jeden Fall GG an dich, Volkan. Hat sehr Spaß gemacht. Danke. Ich höre es. Bis auf das ich verloren habe. Aber nee, alles gut. Hast gut gespielt und ja, lasst auf jeden Fall ein Like da und bis nächstes Mal. Ciao. Ciao.